Geil! Yeah! Après-Ski! Wir haben Sonne bestellt und Wind bekommen, aber wir machen das Beste draus, denn wir haben die Powderlatten ausgepackt und das wird gut, oder? Absolut. Andrea ist am Start. Voll motiviert. Es wird definitiv gut. Schauen wir mal, wo wir hin können. Wir sind auf jeden Fall in Meierhofen und ja, kennen uns nicht so ganz aus. Über 1700 Meter hoch und 0 Grad. Naja. Es hat auf jeden Fall die ganze Nacht geregnet. Ich war schon voll hippelig, weil ich dachte, es hat so viel Schnee. Den suchen wir jetzt noch. Aber die Bäume sind zumindest weiß. Wird schon. Und es wurde tatsächlich richtig, richtig gut, auch wenn wir ein paar Schwünge erstmal hart erarbeiten mussten, denn das ist nicht mein Heimskigebiet. Ich war zwar schon ein paar Mal hier, aber ich hatte nur noch grob im Kopf, wo man tatsächlich fahren kann und wusste nicht ganz genau, wo man unten dann rauskommt. Hat aber alles sehr, sehr gut geklappt. Wir haben quasi das ganze Skigebiet abgeklappert, zumindest die eine Seite vom Penken aus. Ja, kommt einfach mit und schaut euch an, was wir alles erleben durften. Das Skigebiet Meierhofen umfasst 142 Pistenkilometer, aufgeteilt auf 60 Skilifte. Ein Fahrtschiff. Sau geil. Wir haben echt ein paar gute Schwünge erwischt. Aber der Schnee ist schwer. Also weiter unten dürfte es nicht sein. Unten regnet es ja voll. Ja. Sicht gleich null. Was man allerdings im Auge behalten sollte, ist, dass die Penkenbahn zwar super schnell und modern ist, allerdings keine Talabfahrt zurück nach Meierhofen bietet. Also muss man auch wieder mit der Gondel runterfahren. Das finde ich sehr schade, lässt sich natürlich da geländetechnisch nicht anders lösen. Und wer gerne Talabfahrten mag, muss eben die andere Seite rauf Richtung Ahornlift. Aber für mich immer ein kleiner Wermutstropfen. Daher ist Meierhofen eigentlich meine Skigebietswahl, wenn ich nicht nur unbedingt wegen dem Skifahrenswillen hinfahre, sondern auch Lust auf Après-Ski habe. Denn das Skigebiet, also Après-Ski-technisch, ist es schier unschlagbar und reiht sich für mich definitiv in die Reihe von Ischgl und Sölden voll mit ein. Mit einem ganz besonderen Wirt. Da haben wir dann aber auch noch ein paar Aufnahmen für euch gemacht. Ja, ja, geil! Verließen mich die Kräfte. Das ist, weil sie keinen Lebkuchen wollen. Yeah! Yeah! Da haben wir noch was gefunden. Schmankerl-Time! Ihr werdet lachen, aber als wir den Skitag vereinbart hatten, da hat der Wetterbericht tatsächlich noch Sonne gemeldet. Und es hat sich dann so 3-4 Tage voraus total verschoben auf eigentlich vor allem Regen. Andrea ist aber sehr spontan, die hat alle paar Ski, die sie so besitzt, im Auto dabei gehabt. Und dementsprechend war es in der Früh super einfach, ja, dann doch zu entscheiden. Oh, es hat so viel geregnet, hoffentlich schneit es oben genug. Wir nehmen einfach mal die Powderlatten. Am Katzenmooslift haben eine gesperrte Piste gefunden. Ja, perfekt, rechts rüber und macht das wieder rechts oder links. In der Früh habe ich dann so ein bisschen hin und her überlegt, ob mir der Après-Ski wichtig genug ist, um nach Meierhofen zu fahren, wo ich eben nicht alle Tiefschnee-Runs in- und auswendig kenne. Gut, gut, gut. Aber hier ist er fester. Ja. Oder? Ja, ja. Nur, ja, es ist warm einfach, aber geht schon. Naja, ist gut. Die Ausfahrt war jetzt recht tricky. Am Bach entlang, aber wir haben es geschafft. Auf zu neuen Powderhängen. Und es hat sich definitiv total ausgezahlt. Gemeinsam konnten wir unser Fachwissen zusammenwerfen und einige coole Runs finden. Es war wirklich wenig los und der Schnee war richtig gut. Ja, okay, hier schaut es so aus, wie wenn die Hölle los wäre. Das ist eben die große 150er Gondel. Und da hoffen auf für Ryan. Mal schauen, Sicht wird gleich null. Aber wobei, hier schaut es gar nicht so schlecht aus. Aber schaut ein bisschen so aus, wie wenn wir trotzdem in den Nebel eintauchen würden. Ja. Hier oben kommt jetzt hier die Sonne raus. Gipfelkreuz haben wir auch schon erreicht. Wollen nur noch schauen, wo wir hinfahren. Es geht mega! Wuhu. Sicht ist gar nicht so schlecht, das ist tipptopp.
da drüben schiebt schon einer raus. Da mit der orangen Hose. Ja, mitten im Nirgendwo. Ja, keiner sieht was. Da kommt die große Gondel gefahren. Und da hinten reißt auf. Blauer Himmel. Hübsch. Die fancy Bemalung hat uns jetzt geködert und wir testen mal das Essen. Speckmühle bei mir, Kaiserschmarrn bei Andrea. Und draußen wird es besser und besser und besser. Frisch gestärkt geht's wieder weiter. Da wollen wir jetzt drauf. Meinst du, das kann was? Wir werden es gleich herausfinden. Ach, na gut. Und es konnte definitiv was. Wenn wir geahnt hätten, wie gut der Schnee ist, hätte ich mich für Skifahren Powdern pur entschieden, ohne Après-Ski. Aber wir hatten es wirklich hingekriegt, die perfekte Kombi zu bekommen, denn wir hatten mega Tiefschnee-Runs und die lassen sich vom Gefühl her mit nichts vergleichen. Das könnt ihr nur fühlen, wenn ihr es selbst erlebt habt. Das ist so ein Gefühl von Action, aber auch gleichzeitig purer Freiheit. Dieses Aufschwimmen im Schnee zusammen mit eben dem rumziehenden Panorama, wo mal Nebel ist und dann aber plötzlich doch ein bisschen die Sonne rauskommt, die Bergspitzen sich zeigen. Freiheit pur. Unbeschreiblich schön. Leben am Limit, jetzt geht's über den Stacheldrahtzaun. Ja, wir beobachten. Aha. Easy. Profi. Profi. Der Tiefschnee will heute hart verdient werden. Hier ist die nächste fiese Bachquerung. Ja, da würde man halt durchs Wasser schlappen und dann klebt der Schnee immer so fest. Aber wir sind ja keine Dummen. Wird halt schnell mal abgeschnallt. Hilft ja alles nichts. Wer seine Geräte liebt, schnallt ab. Ja, nachmittags und es ist nichts mehr los. Ich glaube, die können alle nimmer. Hoffentlich können die beim Abriss dann noch ein bisschen. Und so eine Wetterstimmung haben wir im Moment. Ist da noch Energie da für den Abriss? Für Abriss ist immer Energie da. Gut, gut. Hoffentlich nicht nur bei dir. Sonst stehen wir alleine im Stadel. Da kommt noch jemand. Ui, da ist auch schon wenig Kraft. Wenig. Naja. So schlecht das Wetter in der Früh war und so gut es dann mittags geworden ist, hat es dann doch immer wieder rumgezogen. Hier haben wir ein paar Mal richtig schön die Sonne sehen dürfen, aber trotzdem, ja, dauerhaft war es nicht so schön und es wurde dann doch auch immer wieder nebelig und die Sicht ging zwischendrin wieder weg. Jetzt sieht man sogar schon, wo die große Gondel hinfährt. Gefühlt war es teilweise sogar genau so, dass wenn man dann dorthin gefahren ist, wo die Sicht gerade gut war, bis man dort war, war sie dann genau da wieder schlecht und es sah so aus, wie wenn es auf der anderen Seite besser gewesen wäre. Aber zum Glück macht das gar nicht so viel aus. Im Powder, finde ich, zählt einfach nur, dass der Hang passt, dass die Lawinengefahr passt und dann ist es für mich undramatisch, ob es jetzt blauer Himmel ist oder nicht. Total egal, wenn der Schnee gut ist, dann ist schon alles, was man braucht. Wenn es nicht gerade zufällig den perfekten Powdertag hat, bietet Meierhofen noch einige andere Attraktionen am Berg. Ich nenne es einfach mal Attraktionen. Bespaßungsmöglichkeiten wäre vielleicht auch das richtige Wort. Also man kann da einige Challenges mitmachen, kann unter anderem Riesentorlauf auf Zeit fahren oder auch Video begleitet. Es gibt Kids-Fun-Strecken
und vieles mehr. Sonne! Aber auch ganz schön Wind jetzt. Aber wir sind noch fleißig unterwegs. Ja. Die letzten Schwünge. Meierhofen selbst liegt übrigens gerade mal auf ca. 600 Meter Höhe. Das Skigebiet geht aber bis 2500 Meter rauf, weshalb sich es natürlich an so Tagen, wo die Schneefallgrenze recht hoch liegt, sehr gut eignet. Für uns neigt sich der Skitag jetzt langsam auf dem Ende zu und wir machen uns auf die Suche nach der Penkenbahn für die Talabfahrt mit der Gondel. Wir sind wieder da, wo wir heute Morgen gestartet haben, aber hier enden wir noch nicht, weil jetzt geht's zum Après-Ski. Yay, yay, yay! Beim Après-Ski scheiden sich die Skigebiete definitiv auch und ich finde, ja, zum Beispiel mein Heimatskigebiet Kitzbühel nicht so toll, weil entweder ist es sehr snobby oder sehr holländerlastig, was mir nicht ganz so viel Spaß macht, weil die Lieder halt dann einfach nicht auf Deutsch laufen, sondern zum Großteil entweder auf Englisch oder tatsächlich auf Holländisch. Meierhofen hingegen hat einen perfekten Mix für mich und die Stimmung ist riesig und ja, absolut empfehlenswert ist für uns der Brückenstadel direkt im Zentrum.